Hallo, ich grüße dich aus Teneriffa, meine dritte kanarische Insel, die ich kennenlernen darf. Und ja, ich muss sagen, es ist wunderschön hier. Vielleicht sieht man das so ein bisschen hier im Hintergrund, Palmen und so. Und richtig gut. Warum bin ich hier? Ich mache ein Mini-Sabbatical. Ja, ich nehme mir eine kleine Auszeit. Ich mache das immer mal wieder, dass ich mich so zurückziehe und einfach ein bisschen lese. Und manchmal schreibe ich auch ein Buch und ähnliches. Und ja, tut mir richtig gut. Hier was Spannendes zu Teneriffa. Hier auf Teneriffa wurde der Aha-Effekt erfunden von einem deutschen Psychologen namens Wolfgang Köhler. Der hatte hier so eine Forschungsstation mit Schimpansen. Und der Versuch war der, die Schimpansen hatten Hunger und wollten an eine Banane kommen. Konnten das aber nicht, weil die entweder ganz oben in der Luft hingen oder außerhalb des Käfigs war. Und der Aha-Effekt bei den Schimpansen war dann, dass die gemerkt haben, wenn ich zwei kurze Stöcke zusammenstecke, habe ich einen langen Stock und dann gelingt es mir, die Banane mir zu hangeln. Und das war die Geburtsstunde des Aha-Effekts, von dem alle reden. Übrigens auch spannend, den Aha-Effekt gibt es gar nicht in jeder Sprache. Es gibt noch den Eureka-Effekt, der wird im Englischen manchmal verwendet und das war es schon fast. Ja, deshalb ist es ein deutscher Exportschlager. Viele andere Sprachen nehmen den deutschen Aha-Effekt hier auf Teneriffa, von Teneriffa entwickelt in ihrer Sprache. Nein, trotzdem sagt man auch, der Groschen ist gefallen oder ähnliches als Synonym. Warum erzähle ich das? Weil es manchmal hilft, einen kompletten Tapetenwechsel zu machen, um so einen Aha-Effekt zu haben. Ich glaube zwar nicht, dass das den Affen geholfen hat, aber vielleicht dem, der es entwickelt hat, dem Forscher, dem Wolfgang Köhler, vielleicht wäre der in Deutschland gar nicht auf diesen Aha-Effekt gekommen. Er musste ja auch einen Aha-Effekt haben, um den Aha-Effekt sozusagen zu erforschen. Und deshalb ist mein Impuls von diesem Video, mach auch du ab und zu ein Mini-Sabbatical, mach auch du ab und zu eine Auszeit, nimm auch du ab und zu dich raus aus deinem Hamsterrad, aus der Hektik des Alltags. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe kein Geld. Darum geht es nicht. Ja, es geht nicht um Geld. Es geht um Auszeit. Du kannst auch einen Waldspaziergang machen. Du kannst für ein Wochenende in eine Jugendherberge gehen. Das Wesentliche ist, dass du es machst und dass du dich befreist und dass du mal rauskommst aus dem Normalen. Spezieller Tipp für die Festangestellten, die hier zugucken, du kannst es auch während der Arbeit machen, ja sogar während der Arbeitszeit, indem du nämlich weggehst von deinem Arbeitsplatz, wo du super erreichbar bist, per E-Mail, per Telefon und buchst dir in deinem Unternehmen einen Seminarraum. Die sind meistens leer, wenn nicht gerade ich da bin und irgendeine Schulung gebe, die sind meistens leer und da gehst du rein. Und ja, bist dann einfach ein bisschen für dich. Kannst meditieren oder eine Strategie entwickeln oder auch in Ruhe arbeiten oder ein Buch lesen. Und das ist das Mini-Sabbatical im Alltag. Wie auch immer du es machst, ich wünsche dir viele Aha-Effekte, vielleicht inspiriert durch ein Mini-Sabbatical oder eine ähnliche Auszeit. Und ja, schicke dir viele Grüße und alles Gute.